Hallo, herzlich willkommen. Ja, ich habe wieder an dem Tool rumgespielt und es hat wieder nicht das gemacht, was es soll. Ich weiß nicht, warum nicht. Zu einer neuen Folge von SnowRunner, wo ich jetzt wieder zweimal Rohre aufladen soll. Kleine Rohre, wohlgemerkt. Ja, und dann werde ich damit jetzt dann doch da oben zum Tunnel fahren oder wo soll ich jetzt hin damit? Richtig, da oben zum Tunnel sollst du fahren. Zum Tunnel. Und was machst du in der Zwischenzeit? Ich habe ja so ein bisschen Bohrausrüstung geholt. Die ist auch super. Die ist nämlich 4 Einheiten groß. Wow. Ein Schwertransport, also ohne, dass wir den Zuschauer zeigen. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja, das ist wirklich ein relativ langweiliger Schwertransport, weil der eigentlich nur über die Straße geht. Okay. Und ja, danach hole ich halt die Betonklötzchen. Damit komme ich dann zu dir. Zum Tunnel. Genau. Also machen wir gar nicht die Wasserversorgung. Doch. Gut, ich frage einfach nicht mehr und fahre einfach. So. So ist lieb. Jetzt versuche ich das nochmal bei Tageslicht, hier an der besagten Stelle vorbeizukommen, ohne dass der Anhänger wegkippt. Aber es vermag mir möglicherweise nicht gelingen. Das finde ich. Ja, vielleicht bist du einfach mal ein bisschen vorsichtiger, ne? Das hat ja nichts mit vorsichtig zu tun. Der ist ja einfach hinten. Die Ladung hat sich irgendwie versetzt. Achso, wir wollten eigentlich das Spiel noch neu starten, ne? Naja, man kann nicht alles haben. Ja, stattdessen haben wir dann das Aufnahmeprogramm neu gestartet. Das hat auch was. Hat aber auch nichts genützt. Ah ja, das Programmierleid. Du willst eben schnell was fixen und naja. Weißt du, eben so ein bisschen in den Code reinhacken, eben so einen kleinen Dirty-Hack und nichts passiert. Doch, das Fenster ist jetzt schmaler geworden, man kann jetzt nicht mehr alles lesen. Das habe ich schon mal hingekriegt. Das ist halt, wenn man keine automatischen Tests hat, ne? Wenn man keine Zeit dafür hat. Das ist halt der Trugschluss, dass die Zeit Kosten tatsächlich sparen, die halt Zeit. Ja, in the long run wahrscheinlich, ne? Das ist so wie wenn du beim Kochen halt immer dein Essen auf dem Lagerfeuer erhitzt und sagst, nee, ich habe halt keine Zeit dafür, einen richtigen Herd einzubauen. Ja, ich meine, es geht auch. Du bist halt immer ein bisschen beschäftigt mit Feuer machen. Und musst auch immer in den Garten rennen. Du machst ja eine Feuerstelle im Haus. Ob das eine gute Idee war, mit dem LKW, mit dem scheiß Wendekreis hier lang zu rollen? Ich häng schon wieder fest. Was passiert denn da? Wo? Ja, hier ist gerade live vor der Tür ein Bauunternehmer mit Klötzen auf der Ladefläche angehalten. Oh. Macht er uns jetzt nach? Pass auf, dass die gleich nicht durchs Fenster reinfliegen oder so. Ja, aber ich glaube, ich habe fast den Eindruck, die kontrollieren nur, ob die Steine noch fest sind. Ach so. Ja, das ist ja auch im Idealfall nicht schlecht, wenn man sich ab und zu mal vergewissert. Jo, jetzt steigen sie wieder ein. Na guck. Was du Spannendes erlebst, hör mal. Ja, ich hänge hier am Hang fest, nicht am Hanf. So. Das wäre auch voll lustig gerade. Ja, komm mal. Was? Ich glaube, das ist die falsche Klimazone. Wobei, wenn du davon einmal genug Intus hast, dann ist dir die Klimazone wahrscheinlich auch egal. Ich. Ja, du? Ja, lass uns nochmal Snowrunner aufnehmen. Das macht riesig Spaß, sagte er. Hängst du fest?
Nee, ja, hm. Oh. Ja, schön, ne? Bohrausrüstung ist schon mal angekommen. Ja, ob ich hier nochmal jemals weiterkomme, man weiß es nicht. Ich probiere es mal ein bisschen weiter rechts. Es bewegt sich doch. Ja, jetzt wieder. Ich komplett zurückgesetzt. Jetzt hänge ich wieder. Muss ich hier gleich schon wieder abholen kommen? Nein! Bitte nicht, nein! Alles nur das nicht, bitte. Nicht, bitte nicht mich retten kommen, bitte. So. Oh. Das macht mich irgendwie ein bisschen traurig. Denk mal drüber nach. Ja. Da könnt ihr sehen, wie meine wertvolle Arbeit gewertschätzt wird, einmal über die komplette Karte zu fahren. Nur um Garda zu retten. Naja, retten mit Airquotes. Ja, also ich habe mir da Mühe gegeben und zum Dank hast du mich erstmal auf die Seite geworfen. Mhm. Also, ja, sprich weiter. Ja, gibt's da noch weiter? Ja, das gibt's. Also diesen Weg zu nehmen war keine gute Idee. Jetzt gucke ich mal auf der Karte, wo du da bist. Das ist doch, das ist eigentlich richtig. Du. Ja, bewegt sich ja, ne? Es gibt einen Unterschied zwischen richtig und gute Idee. Ah, jetzt hat er's. Ja! So, und jetzt kommt der geile Moment hier. Oh nein. Yankee? Ja, aber eigentlich ist das schon ganz gut, weil, weißt du, ich habe schon ein bisschen Sorgen gemacht, der Truck, wir haben da ja so ein Vergleichsvideo gesehen, wo jemand so gesagt hat, im Wesentlichen, dieser Truck hier ist total scheiße, hat man aber bis jetzt halt noch nicht so viel von gemerkt, ne, irgendwie kommen wir überall mit dem gut durch, und dann dachte ich, naja, super, wenn wir jetzt den expresseren Truck haben, dann ist das ja alles völlig imbalanced, also da muss man sich ja gar keine Mühe mehr geben, weil das ist ja mit dem hier schon eher jetzt nicht so ein Problem. Na, hier ist eher das Problem die Streckenauswahl. Man nimmt normalerweise, sucht man ja eine Strecke dann nicht nach Kürze der Strecke, sondern auch, dass man die irgendwie fahren kann. Und ich habe hier einfach jetzt die kürzere Strecke genommen. Ja, es ist was, was dieses Spiel hier halt mega bestraft. Erinnert mich so ein bisschen dran an die Sendung, ach, die kennen die Kids ja gar nicht mehr, Auf Achse mit Manfred Krug. Da gab es auch einige Folgen, wo die wirklich so ganz enge Bergpässe gefahren sind, wo es dann gar nicht voranging und man eher mal Angst hatte beim Zugucken schon. Gut, das haben die Zuschauer bei mir natürlich auch. Boah, ey. Ja, auf der Karte sieht die Strecke aber jetzt gar nicht so dramatisch aus. Nicht. Ich meine, die Alternative wäre ja gewesen, hier ganz außen rum, das wäre ja jetzt nicht nur ein bisschen weiter, sondern das werde ich nächstes Mal viel, auch machen. Viel weiter, ne? Ohne zu zögern, werde ich das nächste Mal ganz außen rum fahren. Das schaffe ich alleine nicht hier, glaube ich. Ja, dann komme ich dich gleich retten. Nee. Ich komme ja nicht. Ja, weißt du? So, Betonplätze habe ich schon mal aufgeladen, jetzt mache ich mich auf den Weg zu dir. Das ist eine Drohung. Wenn du dich noch nicht geschafft hast zu befreien, bis ich da bin, dann rette ich dich. Das werde ich nicht schaffen, ich hänge fest. Oh. Das ist auch immer gemein, wenn es da keine Windenpunkte gibt, ne? Doch, es gibt einen Windenpunkt, aber der ist genau vor mir. Das nützt mir nichts. Ja, weißt du, das hilft ja nicht, wenn du das immer alles auf einfach machst. Ja, aber also man muss ja auch mal ein bisschen sich eine Herausforderung suchen in dem Spiel. Das ist für die Zuschauer sehr, sehr frustrierend, glaube ich. Das ist auch der Grund, warum wahrscheinlich die Quoten gerade zurückgehen. So. Weil, ja,
Also ich glaube, man will, wenn man bei YouTubern guckt, dann will man schon so ein bisschen sehen, was die können, was die drauf haben und so. Da ist man bei uns ja falsch. Ja gut, aber das ist ja schon immer so. Also dann müsste man ja jetzt, wenn man das machen wollte, müsste man jetzt die Aufnahme pausieren, warten, bis ich da bin und dann könnte man sehen, wie wir uns da ganz toll durchziehen. Mhm. Was transportierst du da eigentlich gerade? Und fährst du mit dem Longhorn oder fährst du mit dem Royal? Ich fahre mit der gleichen Karre wie du auch. Mhm. Ja, das wäre irgendwie das andere. Das wäre jetzt, weißt du, wenn man jetzt sehen will, wie man dich jetzt da easy rausschleppt, dann wäre es gut, ich würde jetzt mal eben den Cut holen. Aber das dauert dann natürlich, ne? Und da wir ja die Aufnahme nicht pausieren. Ach, du möchtest die Aufnahme pausieren? Das können wir doch. Wir haben unser fantastisches Tool am Laufen. Dann mache ich jetzt einfach hier einen Schnitt. Wieso geht denn das nicht? Wieso geht denn das jetzt nicht? Ist da irgendwas mit dem Fokus-Window kaputt? Dem Fokus-Window? Ja, nochmal, weil das Spiel Fokus hat oder so. Oh, dieses Umstellen, ey. Oh, hoffentlich kommt Shadowworld wieder. Was mache ich denn in der Zwischenzeit mit den Zuschauern? Also ich meine, ich habe da so einen physikalischen Pause-Button. Ich weiß mal nicht, was passiert, wenn ich da drauf drücke. Nein. kann ich denn irgendeine andere kleine Mission in der Zwischenzeit machen? Was denn hier? Soko Trucks. Ja, soll ich dann den Cut holen? Oder wie hättest du es gerne? Ja, probier mal. Ich nehme nicht an, dass du es mit dem da rauskriegst. Hier liegen wieder Ziegel rum. Eieiei. Ist das ein Tankauflieger? Dann kriege ich den nicht gezogen. Ne? Schade. Nur wenn du dieses richtige Dingsbums hast. Aber du hast ja aktuell auch einen Auflieger. Achso, du müsstest aber natürlich einen anderen Dingsbums. Ne? Ja. In einem anderen Fahrzeug. So, Werkstatt. Dann einmal den Cat raus. Tieftauchen. Ich könnte natürlich mal gerade gucken, ob ich mit dem Cat noch was machen kann mittlerweile. Ich bin ja ein bisschen gestiegen. Die Montage des Bauturms. Das sind alles Transportmissionen. Das ist echt krass. Nichts zum Scouten hier. Wieso sitze ich denn hier im... Ach so! Ich wollte gerade fragen, wieso ich im Cut sitze, aber naja. Genau genommen sitzt mein Fahrzeug im Cut. Mhm. Ich könnte auch noch mal einen anderen Truck ausprobieren, ehrlich gesagt. Einen schweren Offroad. Aber das sind ja die hier, ne? Der Cut, der Herr Longhorn, den Pacific, den haben wir noch gar nicht probiert, ne? Oder hatten wir den schon mal... Und den Western Star. Der sieht richtig fett aus. Also ich muss ehrlich gesagt immer wieder sagen, dass wenn ich hier ausprobiere,
Welche Dinge mehr helfen, also welche Extras auch gut funktionieren, ne? Also mit dem, mit dem Allrad, das hatte ich auch gerade das Problem, da wollte halt der Cut nicht so richtig anfahren, habe ich einmal Allrad angemacht, dann für einen Moment lang hat es funktioniert, der ist aber kurz danach schon wieder stehen geblieben. Und es gibt eine andere Funktion hier noch, die heißt Handbremse. Und wenn man die dann deaktiviert, dann geht's richtig gut. Ist ja krass. Meinst du, dieses Handbremse setzt sich durch? Ja, vor allen Dingen zum Ausschalten. Oh, der hat keine Differentialsperre und so. Das kannst du eigentlich schon vergessen, ne? Kein Allrad. Ja, also wir haben noch häufig keine Differentialsperre. Also ich meine, Differentialsperre ist natürlich schon praktisch. Die hilft schon. Aber, gleich vergessen, nur weil man den nicht hat, würde ich jetzt auch nicht sagen. Was hat denn der für eine? Oh, er kann es ja voll vergessen. Was kann denn der dann laden? Und was kannst du da vergessen? Du kannst ja nichts anbringen an den. Ja, das ist eine schöne große Ladefläche. Mhm. Ja, das hilft auch schon mal. Was willst du mehr? Kann man da echt nichts ändern? Er muss halt unter Rahmenzusätze gucken. Nee, hat keine. Gut, den verkaufen wir wieder. Ja, muss man auch mal ausprobieren. Wir sind übrigens auch bei der einen Dings sind wir bei 17 Minuten 50 und das andere, der Timer, habe ich den Eindruck, der läuft nicht mehr, seitdem du versucht hast, Pause zu drücken oder okay, so. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut. Und dann ist wahrscheinlich auch die Cut angekommen oder der Cut. Und dann wird der Yankee zeigen, wie toll die Streckenauswahl war. Tschüss.